Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es gibt neue Ingame-Teaser für Season 6. Zumindest können wir von Season 6 ausgehen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt kurz vor Schluss von Season 5 noch Ingame ein riesen World's Edge Map Update bekommen. Denn, erinnert euch vielleicht, alle die in Apex Legends Season 3 schon dabei waren, erinnert euch bestimmt an diese Hammond Robotics Schilder. Kurz vor Ende von Season 3 und auch inklusive diesem Hologramm, da wo jetzt der Harvester ist, war vorher ein anderer Ort, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie der hieß, muss ich ganz ehrlich sagen. Dort wurde kurz vor Ende von Season 3 mit diesen Hammond Robotics Schildern und diesem Hologramm eine riesen Map-Änderung für Season 4 angekündigt. Genau diese Hammond Robotics Schilder und zwei dieser Hologramme sind jetzt auf dem World's Edge aufgetaucht. Ich blende euch mal eben die Spots ein. Ich zeige euch am Ende des Videos auch ganz genau, wo ihr die Hologramme findet, wenn ihr Bock habt, selber auf die Suche zu gehen. Und ich will dann noch die ein oder andere Theorie in Verbindung mit Olympus loswerden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, dass meine Befürchtungen nicht wahr werden, dass wir vielleicht in Season 6 nur Map-Änderungen zu World's Edge bekommen und nicht Olympus. Denn die ganze Sache um Olympus mit dem Ingame-Teaser rund um Ashe ist vielleicht nur eine Auslegungs- oder Interpretationssache von den meisten Leuten gewesen, weil keiner hat offiziell bestätigt, Olympus kommt in Season 6. Zu diesem Gedanken aber später mehr. Ich zeige euch jetzt erstmal die Map. Wir haben einmal ein Hologramm und diese ganzen Hammond Robotics Schilder rund um den Dome, ganz, ganz unten, beziehungsweise nicht unbedingt rund um den Dome, sondern der eingekreiste Bereich. Dort findet ihr das Hologramm und einige dieser Hammond Robotics Schilder. Ob das riesen Map-Update nachher auch den Dome komplett mit verändert, kann ich euch jetzt aktuell nicht sagen. Ich habe jetzt auch nicht alle Schilder gefunden, da bin ich ganz ehrlich. Und oben links Drill Site, also die Bohrstelle, die wird ein XXL Makeover bekommen. Also rund um diesen Kreis oben links sind verdammt viele Hammond Robotics Schilder aufgestellt. Selbst unten links an dem Kreisrand außerhalb der Bohrstelle schon. Da sind wir quasi fast schon vor dieser Lavakluft befindet sich noch so ein Hammond Robotics Schild. Was auch sehr, sehr interessant ist, es werden 5 weitere Ingame-Teaser-Phasen kommen. Erinnert euch, kurz vor Ende von Season 4 gab es 6 verschiedene Ingame-Teaser-Phasen zu Season 5, die sehr, sehr interessant waren, bis auf die 3 Handys mit diesem Hologramm. Ihr erinnert euch vielleicht, die relativ, naja, die waren nicht aussagekräftig, man konnte in-game überhaupt nicht auf diese Dinger richtig zugreifen und hat gar nicht so richtig gepeilt, was man da gesehen hat. Es gibt jedenfalls 6 Phasen insgesamt. Ich habe hier die Zeitfenster, wann die einzelnen Phasen starten, auf Twitter von Shrugtor, einem Dataminer, veröffentlicht. Unten links sind die deutschen Zeiten. Wundert euch nicht, Phase 2 wurde irgendwie von demjenigen falsch übersetzt. Also am 27. gestern die erste Phase, am 30.07. kommenden Donnerstag quasi schon die nächste Phase. Dann am 2.05. 8. August die anderen Phasen und am 11. die 6. finale Phase. Es ist aktuell noch nicht geleakt und unbekannt, was die einzelnen Phasen sein sollen oder was da kommt. Wir erinnern uns, das hatte ich gerade mit diesen Handys erzählt, das wurde alles schon mal geleakt, wurden dann diese einzelnen Phasen in Season 4. Ich bin sehr, sehr gespannt. Im Einzelnen hoffe ich natürlich, dass Olympus in Season 6 kommt. Ich bin auch, da hoffe ich auf eure Meinung. Vielleicht teilt ihr so ein bisschen eure Gedanken mit mir in dem Video unter den Kommentaren, weil ich bin ganz ehrlich, mich frustet es ein wenig, wenn eine neue Season kommt und die Map wieder komplett verändert wird. Und deswegen hoffe ich eigentlich, vielleicht, das Gerücht kursiert nämlich auch, vielleicht sind diese ganzen Hammond Robotics Schilder Ingame Teaser alles nur wie so eine Art Forge Fake. Jetzt wird uns vorgegaukelt, Hammond Robotics macht wieder eine riesen Map Änderung und dann kommt das doch nicht, Überraschung, Olympus kommt. Keine Theorie von mir, das sind Befürchtungen, die ich selber auf Instagram, auf Twitter, überall gelesen habe. Keine Ahnung, wie die auf solche Theorien kommen. Einerseits würde ich es geil finden, wenn die Theorie wahr wird, dass World's Edge nicht weiter verändert wird. Ich bin ganz ehrlich, die Änderung zum Beispiel von Season 4 auf Season 5 der Kings Canyon
Ich mag die Veränderung nicht. Mir macht der Kings Canyon keinen Spaß mehr. Ich fand die Änderung zu krass. Deswegen eure Kommentare gerne mal in dem Video, bevor ich euch jetzt gleich noch zeige, wo die einzelnen Spots sind mit den Hologrammen. Ich bin ganz ehrlich, bevor Kings Canyon so verschandelt wurde, muss ich einfach für mich sagen, war Kings Canyon mein absoluter Favorite. Ich spiele Kings Canyon aktuell sowas von ungern und ich habe früher World's Edge tatsächlich nicht so gerne gespielt, was jetzt genau umgekehrt ist. Deswegen hoffe ich, dass die Map nicht oder die Maps im Allgemeinen in der Mehrzahl nicht zu sehr verschandelt werden. Das ist meine persönliche Meinung, deswegen nehmt mir das nicht für übel, wenn ich da kein Freund von bin. Ich hoffe auf eure Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, dass die Maps ständig so verändert werden. Ich erinnere gerne an Skulltown, der Lieblingsort der meisten von euch auf dem Kings Canyon. Jetzt ist eure Meinung gefragt in den Kommentaren. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei den einzelnen Bildern, wo ihr die Hologramme findet. Dann zeige ich euch noch ein paar Schilder. Ohne meine Stimme groß, das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie immer, lasst schon mal dem Video einen Daumen da. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, seid ihr immer noch unter den ca. 40%, die mich nicht abonniert haben, holt das gerne nach. Ich würde mich freuen. In den nächsten Tagen gibt es auf jeden Fall wieder Ingame-Teaser-Videos, wenn sie raus sind und bekannt sind, wo sie sind, was da kommt. Viel Spaß jetzt bei dem restlichen Video. Das war's von mir und rein, ciao. Ach, da ist es.